Academic Experience Worldwide ist eine Initiative von und für und mit geflüchteten Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Das heißt, wir möchten in der Gesellschaft zum einen das Bild des Flüchtlings beeinflussen und weg von den typischen Stereotypen und hin dahin zu sehen, das sind Menschen und die bringen ihre eigene jeweilige Geschichte mit, individuelle Geschichte, und bringen auch ganz viel mit, von dem wir lernen können. Deshalb auch der Fokus auf Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, wobei sich das natürlich auch auf ganz viele andere gesellschaftliche Bereiche übertragen lässt. Und implizit für die Hochschulen wollen wir gerne, dass die Hochschulen flexibler werden, dass sie sich öffnen und dass sie auch so ein bisschen diesen eurozentristischen Blick auf Forschung und Lehre verlieren und oder sich da weiter öffnen und sehen, es in vielen Teilen der Welt passieren ganz viele tolle Sachen im Bereich Forschung und Lehre. Und wir profitieren gerade davon, dass ganz viele top ausgebildete Menschen hier ankommen und arbeiten möchten. Jetzt scheitert es nur noch daran, dass die Universitäten sich da öffnen. Und genau da wollen wir ansetzen. Also wir sind in Frankfurt gegründet worden, aber mittlerweile auch in Berlin und München an den Universitäten aktiv und versuchen da eine Öffnung der Universität wirklich auch buchstäblich hinzubekommen. Was wünscht ihr euch von Hochschulen? Ja, wir wünschen uns, dass Hochschulen flexibler werden. Also da passiert schon gerade ganz viel, was man ja auch hier an der Tagung sieht. Wir wünschen uns, dass die Hochschulen da nicht nur in Einzelpersonen, natürlich sind engagierte Personen wichtig, aber auch im Ganzen flexibler werden, sich öffnen, sich der Zivilgesellschaft gegenüber öffnen und aus diesem akademischen Elfenbeinturm so ein bisschen auch mal rauskommen, so wichtig auch ist, aber auch rauskommen, die Zivilgesellschaft sehen und gucken, wo sie ansetzen können. Gleichzeitig aber auch versuchen, andere Meinungen dabei auszuhalten. Das heißt, wenn die Hochschule in Kontakt kommt mit der Zivilgesellschaft, dann ist es wichtig, dass sie da auch zuhören und nicht nur irgendwas aufdrücken, was gerade sinnvoll in der Hochschule ist. Andersrum ist das natürlich genauso zentral, also dass da auch eine langfristige Kommunikation und Kooperation stattfindet und ein Vertrauen auch entsteht. Und das wurde gestern, glaube ich, auch in der Keynote ganz schön gesagt, denn die Bäume, die wir heute pflanzen, deren Früchte können wir nicht direkt morgen pflücken. Das heißt, das ist nichts, was man jetzt irgendwie kurzfristig, dass man irgendwelche Projekte kurzfristig ins Leben rufen kann und damit wirklich was bewirken kann, sondern das ist eine langfristige, nachhaltige Frage. Und ich glaube, da muss noch ganz, ganz viel passieren. Also wir haben es gestern auch in einer Session besprochen, da gibt es natürlich viele strukturelle Probleme, wie kurzfristige Anträge und Ähnliches, die dafür sorgen, dass Nachhaltigkeit nicht immer umsetzbar ist. Aber ich finde, das ist umso wichtiger, da dran zu bleiben und versuchen, es zu erreichen und aktiv zu bleiben. Und ich sehe es selber auch in meiner Arbeit in der Universität, dass es viele Menschen gibt, die da dran sind, die das ändern wollen, aber leider auch immer noch viele Menschen, die sich ganz wohl fühlen in den bisherigen Strukturen. Und da finde ich es auch Aufgabe der Universitäten, diese Menschen auch zu beeinflussen, mitzunehmen. Und nur dann lässt sich, glaube ich, wirklich auch eine Öffnung der Universität und ein Engagement im Hinblick auf die Zivilgesellschaft erreichen. Denn die Uni ist immer noch so ein bisschen eine Parallelwelt und hat ihre eigenen Regeln. Und da muss man ansetzen, da muss man nachhaltig und langfristig Kommunikation mit anderen Partnern der Zivilgesellschaft anstreben.